Heute für euch die 7 absurdesten Filmverbote aller Zeiten. Los geht's! Nummer 7. James Camerons Meisterwerk Avatar lief gerade einmal 2 Wochen in den chinesischen Kinos, als der Film auch schon wieder verboten wurde. Grund dafür ist, dass die Regierung von China befürchtete, dass der Aufstand der Navi die chinesische Bevölkerung dazu animieren könnte, auch einen Aufstand in der realen Welt zu organisieren. Und die Nummer 6. Küssen verboten, zumindest in Indien. Der James-Bond-Film Spectre enthält einige Kussszenen von Daniel Craig mit seinen Schauspielkolleginnen. Leider sind diese Kussszenen laut der indischen Zensurbehörde viel zu exzessiv. Naja, machen wir schnell weiter mit der Nummer 5. Sex and the City 2 spielt in Abu Dhabi und wurde in Marokko gedreht. Das Problem ist, dass man sich bei der Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate keine Erlaubnis eingeholt hat, den Namen der Hauptstadt zu verwenden. Aber wer soll auch ahnen, dass das dann notwendig ist? Des Weiteren ist die Regierung der Meinung, dass der Film nicht mit Glaube und Kultur des Staates in Einklang steht, weshalb sie ihn einfach verboten haben. Und die Nummer 4. The Da Vinci Code Sakrileg wurde auf den Salomonen verboten, da der Premierminister der Meinung ist, dass der Film den christlichen Glauben seines Staates untergräbt. Mensch, ich glaube, da hat er den 600.000 Einwohnern aber einen wirklich großen Dienst erwiesen. Nummer 3. Nochmal James Bond. Dieses Mal allerdings der Film Goldfinger aus dem Jahr 1964. Der dritte Teil der James-Bond-Reihe wurde in Israel verboten, da der Schauspieler von Goldfinger, Gerd Fröbe, in der Zeit des Dritten Reiches NSDAP-Mitglied gewesen ist. Die Tatsache, dass er diese Mitgliedschaft nur als Tarnung nutzte, um Verfolgte bei sich aufzunehmen und vor dem sicheren Tod zu bewahren, wurde dabei einfach mal außer Acht gelassen, bis einer der von ihm geretteten Juden sich bei der israelischen Botschaft für ihn einsetzte. Nach dieser Aktion wurde das Verbot schließlich wieder aufgehoben. Nummer 2. Zurück in die Zukunft aus dem Jahr 1985 gehört ebenfalls zu einem der Filmen, die in China verboten wurden. Grund dafür ist, dass das Thema Zeitreisen angeblich die Bildung von Mythen fördert und Aberglauben sowie Fatalismus streut. Zurück in die Zukunft war allerdings nicht der einzige Film, der dieser Regelung zum Opfer fiel. Die chinesische Regierung sorgte 2011 dafür, dass alle Film- und Fernsehsendungen, die sich mit diesem Thema befassen, ab sofort nicht mehr gezeigt werden dürfen. Wirklich kurios, und damit sind wir auch schon bei der heutigen Nummer 1. Die im Jahr 2009 erschienene Komödie Bruno wurde in der Ukraine verboten, da im Film entblößte Genitalien sowie homosexuelle Perversionen zu sehen sind. Außerdem wird, so die Regierung, die Homosexualität verherrlicht. Tja Leute, wirklich traurig, dass viele Länder leider immer noch so unaufgeklärt sind. Was sagt ihr zu diesen Filmverboten? Machen die Sinn oder sind die einfach nur Quatsch? Schreibt's doch mal unten in die Kommentare. Hat euch das Video gefallen? Gebt uns mal eine positive Bewertung, dann wissen wir Bescheid. Hier gibt es jetzt noch ein weiteres cooles Video für euch zum Anschauen. Klickt einfach drauf. Das war's mal wieder für heute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!